So, hallo, wir machen weiter. So, ich dachte, Dani hört jetzt auf und Mein hat Fail keinen Bock Mario. mehr. Das letzte Mal haben wir Yoshi gefüttert. Das Und. hindert Conan ja nicht daran, weiter aufzunehmen. Er macht das ja, weil er lukrativ ist und denkt. Ricardo, mach mal einen Zug. Richtig. Und Warum ist es jetzt, dir denn so ja, wo geht's jetzt schwierig? weiter, Dani? Ist dir doch einfacher, Mann. Ich hab doch keinen Bock mehr. Aber dann gib auf. Wenn du keinen Bock hast, Nö. gib auf. Unbesiegt! Oh. Ich krieg den P-Switch nicht nach unten. Ich. Puh. Ja, was könntest du denn jetzt versuchen? So, ja, das ist doch auch blöd Ja, hier. ich würde gerne den Block da unten mal auslösen, aber das bringt mir ja auch nichts. So, pass auf, ich versuche jetzt noch eine Dame zu bekommen. Ja. Richtiger Zug. Ach, ich Was ist könnte denn? natürlich den Peace. Oh, ich kann den P-Switch oben sehr wohl runterbringen. Fuck. Oh Gott, du hättest ihn echt in einem Zug matt setzen können. Ricardo, please, oder? Es geht immer, du, das macht jetzt doch absichtliche Provokation Fuck. hier, ganz Das hätte ich ehrlich. sehen Egal, sollen er hätte müssen. einen Also, ich Zug hab's gesehen, gegeben, aber zu auch da. spät. Scheiße. Total. Jetzt mach's doch bitte endlich fertig. Ich will doch gar nicht unbesiegt sein. Ricardo, was tust du? Du machst ja echt mehr. Du machst ja echt mehr. Jetzt aber, jetzt aber. Dankeschön. Wow. Gut, dann kann ich jetzt mal gegen Dani oder gegen Ricardo Das oder? Ricardo ist auch so einer, der würde, wenn der Opa am Bett liegt und fragt, ob man den Stecker ziehen kann, würde einfach Nein sagen und gehen. Okay. Top Vergleich. Top Conan, willst du Vergleich. wissen, was du machen musst? Ich habe jetzt den P-Switch mir mit Yoshi gleich geholt. Komm, willst du gegen mich Schach spielen? Wo ist denn der Ricardo P-Switch kann. hin? Oder Der Dani P-Switch kann ist ich gegen jetzt dich da, wo aktivieren. vorher die Statue lag. Ah, nein, das habe ich nicht gedacht. Ach Wow. komm! Dani, please, teste dein Level. Ja, krass. Ich habe versucht, das bestmöglich zu fixen, aber das habe ich natürlich nicht bedacht. Den darf ich jetzt nicht so holen, oder was? Nein, den darfst du nicht so holen. Da sind Also jetzt. HF Das gegen ist jetzt Dani. anders. Das funktioniert jetzt nicht mehr. HF gegen Dani, ja, okay. Weil ich habe ja schon Nee, gegen ich will dich gar nicht mehr. gespielt. Ich will gerade gar nicht mehr. Ich muss gerade mein Level umbauen. Ja, okay, dann spiel ich gegen Wow. Ricardo. Komm, dann Das spiel kommt ich gegen übrigens, das kommt Ricardo. dabei raus, wenn du mir nicht hilfst. Ja, nee, klasse. Ist doch großartig. Ja, doch schon Ricardo, gegen erstell mal Bernhard Spiel. Ich habe gespielt. keine Ahnung, wie das geht. Ach doch, da. Scheint aber echt eine klasse Aufnahme zu sein, wenn ihr alle nebenbei am Schach spielen seid. Klar. Wie immer halt. Also, Wieder mal nee, mehr ich spiele Unterhaltung nicht nebenbei Schach. Wollte ich nur anmerken. Oder, Ja, so spielt's. Ricardo, erstell du mal Partie. Hat jemand von euch denn Belgien gegen Also, Conan, das Italien geht gespielt? jetzt nicht mehr. Ich will Da nur ist gucken, jetzt ob es ein. gegangen wäre. Ja, Ja, natürlich wäre klar. das gegangen. Und wie hast du Aber es guck mal, jetzt du kannst gefixt? alleine so schon, alleine so kannst du dir unendlich viele Fische herbeiduplizieren und dann die Münzen voll machen. Ich habe noch nie mal verstanden, Alleine. wofür ich die Münzen brauche, aber ja, danke. Ja, die Okay, Münzen, da könntest du los. kein. Kriegst du halt ein Leben, Ich bin. zwei Leben und damit hättest du schon mal einen Teil des Levels gebreakt. So, aber als Belohnung sage ich dir, was du machen musst. Danke. Immerhin. Der P-Switch kann da oben schon liegen, das war schon gut. Dann gehst du zum P-Switch hin und dann drückst du den durch die komischen blauen Eulen, die da oben sind, drückst du den auf die andere Seite dann dort. Sodass er auf der anderen Seite liegt, genau. Der kann durch die Eulen durchgedrückt werden? Ja, du musst den dann in die Wand reinbuggen. Ach Das ist ein bisschen so, nervig. oh Gott. Aber ich die ganze Zeit denke, ihr trollt, wenn jemand Eulen sagt. Das ist irgendwie nicht so drin. Ach Ist Felix, auch. sag mal, wann wirst du denn eigentlich erwachsen? Ja mal. Ach, apropos Erwachsen. Gerade bei dem Spiel Belgien gegen Italien hat ein großartiger Stürmer in der Nachspielzeit ein Tor gemacht. Sein Name lautet Pelé. Jetzt rate mal, was so großartig in dem Namen ist. Wie ist das Spiel eigentlich ausgegangen? Man kann Felix so schlecht verstehen. Irgendwie ist seine Audioqualität nicht gut. Ich habe leider gerade nicht Was verstanden. machst du ja? Was hast du? Perfektes Was hast du? Anagramm. Mitsprechen kann ich auch. Genauso schade ist, dass ich nicht darauf antworten kann. Guck mal, das ist fast richtig gewesen. Wie ist denn das Spiel ausgegangen, Hey, Felix? das ist auch gut. Oder funktioniert das? Ich Ich glaube glaube nicht. nicht, ich glaube, der prallt auf der anderen Seite ab, ne? Ja, der prallt an der Ecke da ab. Bam. Aber so vom Prinzip war es nicht verkehrt. Wie du es halt einfach schaffst auf der Höhe. Wow. Ich würde die nach oben schmeißen, glaube ich.
Das tue ich. Weiß. Ist eigentlich egal, das funktioniert. Nur auf beide Weisen. Ja, guck, perfekt. Jetzt scrollst du durch und dann hast du ihn auf der anderen Seite. Oh, das dauert ja gar nicht ewig. Nö. Es wäre nervig, wenn du das mehrfach machen müsstest, aber mach's erst einen. Mach mal. Irgendwas sagt mir, dass das Level noch lange nicht zu Ende ist. Oh je. Ich hab weniger gebaut, als ich wollte eigentlich. Es wird nicht so lange dauern wie Biops Level, glaube ich. Das letzte. Ach, Biops Level war doch ganz kurz. Mhm. Kann ich nicht zu sagen, ich hab's mir nicht komplett angeguckt, weil es zu lange gedauert hat. Lel. Ja, Biopsec ist ja jetzt noch gar nicht fertig. Auch da dachte ich, dass ich dann doch durch bin, aber nope. Ach, neue Level, hurray. Ja, aber die Level sollen ja kürzer werden. Lel. Ja, ich bin gespannt. Dann sag mal, warum glaubst du an einen personellen Gott? Weil ich's kann. Oh, weil du es kannst, ist ja eine sehr gute Begründung. Aber warum kannst du das? Weil er einen freien Willen hat. Ja. Lel. Aber wenn ich so die Aufnahme mir anhöre hier, dann fange ich auch an Gott zu glauben, damit noch Hoffnung besteht, dass wir wieder zu damaliger Form zurückfinden. Und nicht immer nur über einen personellen Gott oder gewisse Trollthemen oder was weiß ich was reden, sondern was da, was wisst ihr noch damals, 2014, als wir ganz, ganz random angefangen haben, über Freizeitparks zu reden. Dikophalie zu reden. Wie heißt das? Dikophalie. Fuck, das war richtig gut von dir, Hurensohn. Aber echt. Also ich wollte letztens das Freizeitpark-Thema wieder aufgreifen, aber das hat Fanny mir verboten irgendwie. Ja. Warum? Darum. Ja gut, jetzt muss ich trotzdem mit Yoshi da hinten wieder hoch. Ei. Wie oft ich diesen blöden Sprung jetzt schon machen musste. Ach Gott. Der blöde Sprung. Wäre nervig, wenn du den noch tausendmal machen müsstest. Arschlöcher. Fickt euch. Fangen wir mal so an. Aber so passt das. Ich glaube, so kriege ich den jetzt viel besser hin. Da muss man gar nicht vorher da landen. Und dann kommt man direkt da hoch. Sehr schön. So, und jetzt kann ich mir eigentlich nur noch vorstellen, da ich ja ein Josh habe, kann ich ja... Ne? Nö. Kann ich jetzt hier so hoch? Oh. Ah. Und das soll ich auch. Ah. Und jetzt bin ich hier. Und jetzt? Dani? Ja, mach halt. Ja, probier halt erstmal aus. Ja, aber da sind Blöcke. Ja, die kann ich toll aufmachen. Ja, dann überleg dir eine Art und Weise, wie du schaffst, den P-Switch wieder zu bekommen. Ja, guck mal, da, du hast es doch schon. Warum drückst du den P-Switch jetzt? Du hättest ihn doch gerade noch weiterschmeißen können. Du hättest gerade beide Blöcke hättest du auslösen können und dann noch den dritten anstupsen können. Hättest du schon geschafft. Ja, so natürlich nicht. Jetzt drehen sie beide wieder relativ zeitgleich aus. Und dann hast du den P-Switch wieder und beide Blöcke sind wieder fest. Das sollte aber nicht passieren. Ach so. Mhm. Jetzt kannst du die Zeit hättest du wieder nutzen können. Hm. Wenn der linke Turnblock. Ja, du kommst dann da wieder ran. Auch wenn er in den Block, dann musst du Anlauf nehmen. Und mal gegen den roten Block springen. Der rote Block auch sehr schön bekannt als RAF. Jetzt
verstehe ich, was du willst. Gesundheit. Ja, genau das. Und jetzt machst du den normal und dann wirfst du ihn durch. Ja, ja, verstanden. Sehr gut. Ach. War wieder zu langsam. Hättest du ein bisschen besser timen können, dann hättest du es geschafft. Wow, ich bin echt schlecht. Nein, du bist das beste Ich, was du jemals warst, Colin. Guter Zug, mein Rico. Toll, jetzt bin ich da unten Karin. Wieder, leck mich doch am Arsch. Ja, du bist doch nicht das Beste. Ich leck's jetzt nicht am Arsch. Nimm ihn, ja! Wie du das einfach bei Chosen im Hack auch gesagt hast. Nimm ihn. Das ist dir nicht mal aufgefallen. Zumindest hast du nichts dazu dann gesagt. Was soll ich auch dazu sagen? Guter Trade. Du hast bei Chosen im Hack hast du auch nimm ihn gesagt. Ja, ist ja auch, Ist ja eine ganz wertfreie Aussage, die du da getätigt hast dann, ja. Ah, ja. Auf jeden Fall. Nimm ihn. Nimm ihn, ja. Nein. Auch überhaupt. Du hast zu selten das Assoziationsspiel gespielt. Schade, Conne. Daran liegt. Ich durfte ja nicht. Ja. Alles gut. Ja, du bist ja auch scheiße. Das bist ja wohl eher du. Ade. An Weihnachten. Da verteile ich immer mal mit meinen Kindern Cornwallis und Ramses und Moses. Verteile ich auch scheiße. Jetzt hast du aber gesagt, dass Ramses und Moses auch scheiße sind. Das hast du gesagt. Das hast du gesagt, weil du scheiße bist. Hast du etwa Kinder gezeugt, die keine Scheiße sind? Die sind ja zumindest so Mischscheiße. Wieso? Nein, die sind im Labor erzogen. Jetzt gib ihn halt wieder her, du Arschblock. Du bist gar nicht der leibliche Vater der Kinder. Richtig. Tut mir leid für dich. Kack-Arsch-Vlog, Mann. Was für ein Vlog? Da ist jetzt so eine Persönlichkeitsstörung nur vorprogrammiert irgendwie. Jan, du tust mir sehr leid. Deswegen finde ich es auch unfair, dass auf dir im Stream immer rumgeritten wird, weil du irgendwelche Aussagen getätigt hast. Wieder typische Opfer-Täter-Dikomatie von Conan. Auf mir wird rumgeritten? Von wem? Ja, du bist der böse Täter, der böse, böse Worte gesagt hat und böse Leute niedermacht und... So, ich dachte, es würden Leute auf mir rumreiten. Ja, vielleicht danken oder Rainer auch mal. Ich danke. Was ist da jetzt drin? Ja, guck mal, ein Pilz. Ja, der in die falsche Richtung fährt. Hä? Wie in die falsche Richtung? Der fährt da halt runter, ist doch alles cool. So, und jetzt fährt er da runter, jetzt ist er tot. Ich habe nämlich vergessen, dir was zu sagen, was du vorher hättest machen müssen. Huch! Sind da Blöcke? Ja, es ist ein... Na, es ist kein Glitch in dem Sinne, aber es ist über dem... Ja, spring halt einfach ein bisschen rum. Guck mal, über dem Block da ist ein Notenblock. Genau an der Stelle jetzt. Du kannst so schräg da reinspringen und dann löst du den halt aus. Ricardo, was soll denn das denn? Verdammt, war das geplant? Du würdest nicht drauf, das nicht bemerken, mein Fehler. War das geplant? Ich wollte... War ein Ausrutscher. Also, du hast darauf vertraut... Auf der Maus ausgerutscht. Ja genau, ich alles Mausrutscher. Ich vertraut, dass du es nicht siehst. Ja, jetzt kann ich vor allem meinen Turm richtig geil rausbringen. Danke. Matt. Wie soll ich denn den Block aktivieren? Mach's einfach gar nicht. Kann man das da so seitlich, echt? Deswegen ist das ja so gebaut, weil man das kann. Ja, guck mal. Hui. Huch. Und was nützt mir das jetzt? Da fährt der Pilz dann nicht runter. Du bist echt. Aber ich kann doch auch einfach eher einsammeln. Ich weiß halt noch nicht, wo der Pilz hin soll, aber ja. Denk doch mal für 2 Cent nach. Lass mich mal nachdenken. Wenn der Pilz hier rüber geht, war da drüben irgendwas, wo ich einen Pilz brauchte. Ne, hier war nur das Loch. Da ist eine kleine Tür. Er hat Loch gesagt. Bringt mir nix. Ich kann den Pilz duplizieren mit Yosh. Ach Mensch, guck mal. Wusstet ihr, dass Conan und Counterfight Lochschwager sind? Was? Ja, denk mal drüber nach. Nur weil wir beide aus Bayern kommen.
Jetzt wird schon wieder geleakt. Das ist doch nicht okay. Ja, echt mal. Was soll das denn? Hallo, wir sind hier alle nur Internet-Pseudonyme und wir haben alle keine realen Identitäten. Ja, du schon. Nein, das einzige Internet-Pseudonym bist du. Das bist ja wohl eher du. Oho, ja, wo Jan also recht hat. Ist Felix eigentlich noch da? Der trägt so viel zu Hause. Nee, der ist schon raus. Von flacher Situation. Ach, echt, ja. Ja, Gott sei Dank. Lulululululululu. Aber wenn ich das jetzt so mache, dann ist der ja weg. Nach jeder P-Switch geht er zurück zu mir. Eine böse Falle vom Ricardo. Eine böse Falle. Mich wundert's, dass ihr das, oder dass du das noch so feierst, Jan, dieses Nicht-Lachen da, nicht oder nicht lustig. Ich feier das überhaupt nicht. Guck's doch eigentlich gar nicht. Was denn das? Ja, dann feierst du's nicht. Ist halt echt ziemlich, ziemlich, ja, repetitiv, irgendwie. Was? Um jetzt? Um Joko und Klaas. Um das Nicht-Lachen bei Joko und Klaas, bei Zirkus Halligalli. Hab ich lange nicht mehr geguckt. Den Dieren-Friend. Das haut nicht hin, glaube ich. Nee. Also so alte finde ich immer noch lustig, aber das weiß ich nicht. Das ist so ein bisschen wie irgendein Witz über Personen halt jedes Mal und immer wieder zu wiederholen. Aber auch immer auf die gleiche Person. Aber auch immer auf die gleiche Person. Ja, Mensch. Dabei geht's gar nicht um die Person, sondern darum, was andere Personen über die Witze sagen. Versteht ihr? Nee, verstehe ich nicht. Warum? Ich verstehe es auch nicht. Das Problem ist, ich verstehe mich selbst eigentlich nie, deswegen rede ich auch so komisches Zeug. Jetzt immer noch nicht. Doch, Conan, du musst den Pilz ja auch einsammeln und nicht nur mit Yoshis Zunge berühren. Ach, Ricardo, spiel doch mal. Bin ja dabei. Hand anlegen, nicht nur die Zunge. Keine Frau will das. Lass ihn doch einfach gegen die Wand springen und ach, ist eine gute Idee eigentlich, da kommt er zurück. Ja. Hurensohn. Also, nicht jetzt hier, aber. Ricardo. Ja, sieht doch gut aus. Easy. So, und was könntest du jetzt machen? Jetzt muss ich jetzt den Pizza-Fisch wahrscheinlich zurückschicken. Schicken. Ich ja, gibt nur einen möglichen Zug, ne? Ach so, ja, das hättest du vorher machen müssen. Was, warum? Als der, du kommst jetzt mit dem Pilz da nicht mehr durch. Warum? Du kannst. Ja, weil du den P-Switch gerne wieder auf der anderen Seite hättest. Und da sind aber drei Eulenmanscher-Viecher. Oh. Fuck. Du kannst tatsächlich fuck, den Pilz da schon verlieren. Ich spoiler dir das jetzt einfach mal. Du kannst den Pilz, geh mal da wieder runter, genau da, und stell dich mal ja, fuck, so drei, vier Blöcke rechts vom von diesem Turnblock, der da ist, lässt du den Pilz einfach runter, den du noch hast. Hier? Ja, ich hab gar ein Standbild, aber es wird schon stimmen. Ja, da so. Auch guter Rapper auf jeden Fall. Da soll der durchloopen. Achso, dann kann ich den oben wieder einsammeln. Ja, so ein bisschen weiter rechts würde ich noch runterlassen, aber. Was heißt weiter rechts? Also nicht was an der Stelle. Weiter rechts, weiter rechts, nicht weiter links. Ach, Conan. Also hier. Über der ja, Ecke. So ein bisschen rechts von der Schräge da. Also hier. Ja, mach mal da. HF, hältst du eigentlich gerade Ramadan? Du klingst so ein bisschen ausgemergelt und jetzt bräuchtest du mehr Energie. Ja, hält ich Ramadan. Ich bin ja so ein gläubiger Muslim. Ich muss das natürlich machen. An deiner zurückhaltenden Antwort. Ich bin gespannt, warum ich den Pilz statt drüben lupen lasse. Deswegen tust du immer so utilitaristisch, dabei bist du eigentlich strenger Muslim. Klar. Können Muslime etwa nicht utilitaristisch sein? Nein. Okay. Können sie wirklich nicht. Nicht, wenn sie Ramadan halten. Frag doch Dorian mal. Er ist ja, doch zum IS Dorian konvertiert. Fragen, wir können ja auch den Zuschauer ist fragen. Ist das jetzt mein Ernst? Vorher, ich hätte jetzt wirklich gesagt, als Muslim geoutet hat, aber der hier in den Kommentaren gesagt hat, dass er Muslim ist. Ach, das gibt's jetzt nicht. Muss man sich in Deutschland als Muslim outen? Ist fast schlimmer als schwul zu sein, was? Ich auch letztens wieder mit einem auf Twitter diskutiert. Keine Hochzeit oder Muslim. Schlimmer ist schwul zu sein oder Muslim? Nein, der hat geschrieben, alle Moslems, die hier schon leben, müssen auch kontrolliert werden.
Ja, klar, finde ich gut. Ja, bitte, den Nabelstern wieder einführen. Erstmal seinen beschissenen Generalverdacht um die Ohren gehauen. Die Behinderten müssen ernst genommen werden. Ist aber noch nie den David-Stern für die. Statt des David-Sterns gibt es dann den David-Mond. Also den Musel-Mond. Ja, danke, Frauke. Habt ihr eigentlich dieses Gespräch von diesem kleinen Mädchen mit Imp gehört, wo es um Frauke Petri und Wolfgang Petri ging? Nee. Und dann ständig so blöde South Park Insider kamen von den Mädchen und Imp das aber gar nicht verstanden hat? Ja, irgendwie das Mädchen Julia klang aber ziemlich männlich. Nee, keine Ahnung, ich kenne keine Julia. Das hat mich übel erstaunt, dass Imp die ganze South Park-Anspielung nicht verstanden hat. Ich hätte gedacht, dass er die auf jeden Fall versteht, aber wo er doch schon. Hallo, er hat in seinem. Wieso hat er dich ja nicht so schnell rausgeworfen? Ja, wahrscheinlich, weil es ihm zu dumm war, dass jemand nur blöde South Park-Insider bringt. Ja, aber weißt du, er hat halt Vocal immer als Kanadier aus South Park dargestellt. Warum versteht er denn dann so simple South Park-Anspielungen nicht? Ja, ist natürlich total fragwürdig, dass jemand, der einmal South Park Insider bringt, nicht komplett im Omniversum. Du denkst, der Pisage will nicht wirklich zu mir zurückkommen. Oh, ja, dann scroll halt richtig. Nein, das meine ich doch nicht. Du kannst ihn auch da. Nee, kannst du nicht. Ja, dann scroll ihn halt richtig. Das meine ich nicht, wenn ich ihn nach links scrolle, dann. Ich dachte, ich kann jetzt die Blöcke nochmal auslösen, aber kann ich auch nicht. Dann wird er nur so reingedrückt, dass ich halt nicht rankomme. Du kommst halt bis dahin noch kein Musel in meinem Mauerwerk kracht. Hier trifft mich Emskirchen als Schauerberg 8. Ja. Auf Ricardo, Spiel. Ja. Meint ihr, Level 80 reicht aus, um weitere Sidequests zu machen? Was ist denn Inferi Level 80? Lass mich mal gucken. Ich glaube, da ist noch nichts. Test, ja, nee, Test. Sollte reicht. Der Springerzug. Ich habe das Gefühl, ich habe irgendwas übersehen, aber ich schlag. Ja, nimm halt Anlauf und spring nochmal gegen, dann funktioniert das auch. Immer mit dem Kopf durch die Wand. Das versuche ich. Funktioniert. Ja, wenn es nicht klappt, dann starte halt das Level von vorne. Also wenn es daran jetzt scheitert, dann hast du eh keine Berechtigung, hier weiterspielen zu dürfen. Ja, nimm den halt nicht, da kann ich ja nichts dafür. Ach, weiterspielen zu dürfen. Weiterspielen zu dürfen, ja. Ein schönes Privileg. Wie genau muss ich da ranspringen, sag Er ist ja weißer Cisboy, deswegen hat er ja auch alle Privilegien, die es auf der Welt gibt. Bitte was? Wie genau muss ich da ranspringen, sag mal. Ja, ich musste da nie ranspringen, weil ich das nicht so blöd gemacht habe wie du, aber es funktioniert ja eigentlich so. Er nimmt ihn aber halt nicht. Hier, nimm ihn. Ja, dann liegt das daran, dass er scheiße liegt, der P-Switch. Dann würde ich zurückspulen. Was heißt, er liegt scheiße? Er wurde schon scheiße hingelegt, oder? Er wurde quasi. Er ist scheiße positioniert, heißt das. Er wurde scheiße geboren. Also sollte ich zurückspulen, bevor ich den Pilz hatte, oder was? Ja, dass du irgendwie an den P-Switch rankommst, bitte. Du kannst, wenn du da so weit zurückspulst, dann musst du auch gar nicht den Pilz erst runterlassen. Wobei, das kannst du auch machen. Guck mal, jetzt nimmst du ihn dir direkt. Stell dich doch einfach an die Wand und hoff, dass er dir in die Arme fällt. Ach, tut er nicht. War das dumm wahrscheinlich schon. Tut er ja wirklich nicht. Ja, cool. Ja, irgendwie wird das schon funktionieren können. Was du dir wieder für Probleme hier machst. Klappe. Vielleicht kommt er ja jetzt zurück. Upp. Dann scroll jetzt nochmal, vielleicht funktioniert es jetzt ja besser. Nein, ich glaube, es liegt einfach daran, wie ich ihn hier positioniere, dass er hier besser schon liegen sollte. Ja, wenn er da ein bisschen weiter links läge, dann würde das bestimmt funktionieren. Er darf halt nicht in dem Turnblock drin sein, dass er dann da ist. Ja, ich weiß. Dafür müsste er. Du kannst ihn ja ein bisschen besser. So muss ich jetzt aber. Doch, so muss ich rankommen mit Anlauf. Ja, der liegt irgendwie ein bisschen weiter draußen als vorher, ne? Dann ist allerdings. Wo ist jetzt der Pilz gerade? Hast du wahrscheinlich oft genährst du nicht. Der gut. Lebt noch, okay.
Er sieht eigentlich weiter draußen aus, ja. Die Frage ist jetzt, kann ich Anlauf nehmen? Mit dem Pilz da. Könntest auch Gleitgel benutzen. Oder Spucke. Jetzt nimm ihn halt einfach da raus. Ach, leck mich am Arsch. Nimm ihn. Oh Gott, wie er nicht rauskommt gerade. Kennt ihr das, wenn er nicht rauskommt? Ja, wenn die Hämorrhoiden wieder angeschwollen sind. Oh, ich wollte Hämorrhoiden echt Dankeschön. Die ganze Zeit besprechen. Schade, aber gut, dass du es gemacht hast. Die ganze Zeit Hämorrhoiden im Kopf. Ich hab Versteht ihr? Nur Hämorrhoiden. Ein Arschgesicht. Ricardo, jetzt spiel. Ich möchte noch... Du hättest den P-Switch jetzt ja auch schon da rein buggen können und ihn dann... Aber ist, dann mach's halt so. Du hast doch gesagt, ich kann mich treffen lassen da oben. Ja, aber dann... Du musst ja den Pilz trotzdem richtig gut... Das ist ja egal. Es spielt eigentlich keine Rolle, wie du es machst. Mach's einfach der richtig. Der Drachenlord vom Schauerbär. Der Konnenkuhn bleibt ungefickt. Seine Freundin aus Luxemburg wollte nicht. Das macht aber nichts, denn er ist asexuell und hat mehr Spaß am Mario-Spielen als am Sex. Wunderschön. Total. Ich sag ganz klar, du bist fertig gemacht. Ich würde gern schlafen gehen können. Okay. Du hast jetzt ungefähr ein Drittel vom letzten. Dieses Mal hat es geklappt, Teil. Ich habe einen richtig dummen Zug gemacht. Was hättest du denn gedacht, was ich mache? Ja, denk mal. Was hättest du machen können? Hätte ich deinen Läufer bedrohen sollen? Oder? Oh nein, ich bin so doof. Ich bin so doof. Nein, fuck, da steht da so ein beschissener offener Turm rum und ich denk nicht dran. Oh nein. Ein Arschlöcher. Ja, du schaffst das bestimmt auch ohne Turm. Türme sind nein, darum geht nicht. Dadurch, dass ich so kurze Parts mache, wird das ganz schön lang werden hier alles. Mhm. Vor allen Dingen, weil du es alle Zeit... Glaubst du, dass du noch Folge 200 in dem Level vorbei dann noch verbringen willst? Ja? Wenn das so weitergeht, ja. Wenn ich hier noch weiter 20 Minuten Parts mache. Wir sind schon wieder bei 28 Minuten. Ja, dann mach doch mal einen neuen Part. Der nächste Part wird bestimmt besser. Ja, dann mach mal mehr 20 Minuten Parts. Wir werden jetzt richtig tolle Parts mal noch produzieren hier. Ah, okay, Ricardo. Ja, ich habe dummen Zug gemacht. So, jetzt bist du dran. Also, damit... Willst du nicht vielleicht statt der Facecam das Schachspiel von Ricardo und HF? Das wäre eine gute Idee. Verdammten Arschlöcher. Wir machen Doppel-LP, Conan. Oben rechts kommt dann hier... was spielst du nicht Sword Art Online? Was spielst du nochmal? Xenoblade und Xenoblade links unten, und links ist das Schachspiel. Kommst du denn auf Sword Art Online? Also, ja, klingt irgendwie ähnlich. Von den Xenoblade könnte in nächster Zeit auch spannend werden. Ich meine, es ist zwar auch ein Spiel, aber das hätte ich jetzt eher als Anime klassifiziert. Es ist ja auch ein Anime. Es ging ja nur um den Begriff. Das ist kein Spiel. Schön, dass es gibt schon MMOs zu Sword Art Online. Es gibt schon Spiele dazu. Die sollen auch ziemlich gut sein. Es gibt bestimmt auch Snuff-Pornos wie zu. Die sollen auch ziemlich gut sein. Conor, man merkt, du hast deine eigene differenziert erstellte Meinung. Nein, wenn ich sage, sie sollen ziemlich gut sein, dann sagt es doch aus, dass ich das nicht weiß, sondern dass es halt das ist, was viele gesagt haben. Also das ist legitim, was Conor gesagt hat. Ja, das war öfters bei dir anklagt. Das liegt doch einfach daran, dass er gerade Ramadan hält und ein bisschen... Nee, das liegt daran, dass ich gerade... Das ist so ein bisschen wie, als wenn jetzt eine Frau ihre Tage hat. Seine Tage. Ja, ich verliere gerade den Schacht, dann hat er ein Problem. Ich verstehe und Ricardo.
Elf hat einfach. Bisschen gemein, ne? Weil die Frau kann immer von der Erdbeerwoche spielen. Deswegen fange ich an, hier Ramadan zu kritisieren. Wie geht's weiter, Dani? Ich verstehe halt überhaupt nicht, warum der Pilz hier jetzt runterscrollt. Also Scheiße, wirklich gar nicht. Ja, der scrollt da runter. Jetzt hol dir den P-Switch. Das musst du mit dem machen. Wie soll ich den jetzt holen? Achso, nee, der kann da liegen bleiben. Jetzt gehst du. Deinen Pilz hast du. Ach, den Pilz hast du nicht. Elf, du bist einfach schlecht. Nein! Ich muss den Block aufmachen. Ja. War klar. War irgendwie klar. Mein Hintergrund da im Hintergrund ist. Wie dumm ist das? Wie dumm ist das? Ist das eigentlich ein Layer 3 Hintergrund? Das ist der Hintergrund aus dem Schloss, ne? Ja, hätte ich auch drauf kommen können, dass ich den aufmache. Scheiße, ey. Ja, dumm kann man auch sein. Aber hier sollt ihr dann runter oder was? Und dann soll ich mich hier durchdrehen können oder was? Ja, genau. Ich hab dir gerade nicht zugehört. Was ist? Hier sollt ihr dann runter, der Pilz oder was? Und dann drehe ich mich da durch und dann gehe ich wieder durch die Röhre. Nö, ja, mach mal. Ich höre dir einfach nicht zu, dann ist schon nicht verkehrt. Ist es eigentlich richtig, dass ich keine Münzen mehr hab gerade? Huch. Ja, die Münzen sind völlig irrelevant. Es geht nur darum, dass du nicht über Münzen, weil du dann ständig hin und zurück gehen kannst, dir ein Leben holen kannst. Jo. So, jetzt musst du den nochmal durchscrollen, ne? Ja, wir sehen uns dann wieder, wenn er wieder durchgescrollt ist. Das ist jetzt wirklich gut, um den Part zu beenden. Danke fürs Zuschauen. Wow, viel Spaß. Und tschüss. Wow, Ricardo.